Hier, sei vorsichtig, die sind angewachsen. Das Outfit ist nicht ideal. Das können wir noch besser. Zum Arsenal. Und? Ich bin drin. Mal sehen, was wir hier haben. Du hast die Qual der Wahl. Oh, Barbie. Bereit zur Anprobe? Sissy. Hey, du. Ich habe deiner Barbie ein Makeover verpasst. Nein. Barbie? Warum? Das wirst du mir büßen. Ich muss los. Tut mir leid. Ich werde das wieder gut machen, ja? Du armes Ding. Wo soll ich nur anfangen? Zuerst müssen wir dich sauber machen. Ich spreche von einer tiefen Reinigung. Bist du sicher, dass? Nicht reden, nur putzen. Sieh dir diesen Schaum an. Der Schmutz wird im Nu verschwinden. Siehst du? Die Mission ist erfüllt. Aber deine Haut, sie ist etwas gereizt. Die Poren haben richtig gelitten. Igitt. Halte durch. Ich brauche ein Wunder. Und ein gutes, altes Reinigungsmittel. Das sollte klappen. Ich hoffe, das reicht. Glitzer? Check. Ich sagte ja, ich brauche ein Wunder. Was gibt es Magischeres als etwas Glitzer? Schau dir das nur an. So schön. Es ist soweit. Ich verspreche, es wird nicht wehtun. Bist du bereit, Barbie? Lass uns die Poren reinigen. Sieht jetzt schon besser aus. Lass die Augen zu, ja? Perfekt. Ich habe ein gutes Gefühl. Und jetzt warten wir. Halte durch, Süße. Die Maske wird ihre Arbeit erledigen. Nervig. Hat es geklappt? Oh ja. Da ist meine strahlende Barbie. Aber diese Klamotten, oder sollte ich sagen Lumpen? Hilf mir, bitte. Das tut mir in den Augen weh. Peppen wir das Ganze etwas auf. Bist du bereit? Wow. Mama wird die nicht vermissen, oder? Egal. Dieser Stoff ist perfekt. Aber er könnte etwas rosa vertragen. Das ist schließlich für Barbie. Der perfekte Kaugummiton. Wow. Warte. Die Inspiration fließt wahrlich. Konzentration, Konzentration. Ich habe so viel Spaß. Das ist schon besser. Diese Box wird dich beschützen. Mein wahres Meisterwerk. Mal sehen, wie Sissy versucht, dich hier oben zu erreichen. Du bist perfekt. Cool. Hey. Die gehört mir. Nein, mir. Aha. Oh. Hey. Oh nein, mein Hemd. Komm her. Da hast du's. Das war lustig. Und du? Nee. Hey, wo bin ich? Was ist passiert? Hier geht so viel Müll. Überall. Buchstäblich überall. Igitt. Oh, da ist sie ja. Hallo, meine Liebe. Ich bin hier. Oh. Igitt, das ist so eklig. Lass mich mal sehen. Oh mein Gott, mein Gesicht. Ich bin total dreckig. Achio. Oh je, ich habe eine Erkältung. Oh. Wo ist der Müll? Oh, eine Serviette. Wow, danke. Obwohl, was? Mein Gesicht, wo ist mein Gesicht hin? Ich muss es zurückbringen. Schnell, wo ist es? Aber hier ist nichts. Oh nein. Schatz, schau, was ich für dich habe. Danke, Papa. Oh, Igitt, ich schätze, ich habe keinen Hunger. Hey, was ist das? Ups. Ich habe eine Idee. Damit kann ich endlich mein Gesicht zurückbringen. Mhm. Oh, hat es geklappt? Oh, das hat es. Gut gemacht, Barbie. Hm, das könnte auch ein guter Lippenstift sein. Mhm. Erstaunlich. Und er schmeckt wunderbar. Wie geht mein Kleid? Oh, es ist so unordentlich. Wo war es? Aha, das liebe ich. Igitt. Oh. Wow, genau. Das wird das beste Kleid, das ich je hatte. Ich muss es nur Stück für Stück zusammenbringen. Ist es nicht wunderbar? Es sieht unglaublich aus. Wow. Autsch. Oh. Blöde Banane.
Was? Was ist das? Ach du meine Güte. Na, dummer Junge. Aua, vorsichtig. Wow, aua. Oh, oh Mann, ich steck fest. Aber hey, das könnte ein schönes Auto sein, ja. Hm, lass mich nachdenken. Genau, zuerst muss ich es streichen. Genau, was ich brauche. Festdrücken. Aha, jetzt das. Nein, ich benutze stattdessen lieber meine Hand. So macht es viel mehr Spaß. Puh, eine Sache ist erledigt. Oh, und das sieht aus wie ein Rad. Ich muss nur ein Detail hinzufügen. Sehr schön. Das kommt hier hin und hier. Und dann überall. Cool. Oh, mein Herz. Ja, mein Schatz. Du kommst auch dazu. Ich höre dir immer zu, Schatz. So schön. Oh, wow. Das ist so cool. Ha, tut mir leid, Ken. Oh, Barbie. Ich habe dich so vermisst. Nicht so schnell. Du musst erst dein Gesicht in Ordnung bringen. Okay, kein Problem. Hier, such dir eins aus. Wow. Aha, das Beste, was ich habe. Das sieht gut aus. Probieren wir es an. Interessant. Aber was ist das? Oh, probieren wir ein anderes. Hier. Das hier ist noch schlimmer. Dann vielleicht das hier. Oh, hallo? Was? Du bist nicht mein Ken? Ich muss das ändern. Schnell. Das wird dir helfen. Warte. Fühlt sich komisch an, aber... Oh, Barbie, danke. Wow. Hä? Ein Auto? Hey. Wow, das ist der Hammer. Wow. Wow. Aber Ken, es ist mein Auto. Dein Auto? Nein. Jetzt ist es mein Auto. Danke dafür. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Tschüssi. Oh, das ist zu viel. Juhu. Oh. Das Teil ist echt schnell. Ach, vergiss es. Er wird es schon zurückbringen. Ha? Genau, das könnte ein tolles Accessoire sein. Biege es einfach und füge die Enden zusammen. Das sieht wunderschön aus. Wow. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber... Oh, das Handy, genau. Hallo, Barbie. Hä? Es ist tot. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Ich mache ein neues mit meinem eigenen Barbie-Design. Fügen wir ein paar Tropfen Glanz hinzu. Einen Mund voll Glück. Boah. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Und ein paar Tropfen reine Liebe. Oh, das war mächtig. Und jetzt muss ich das alles gründlich mischen. Geschafft. Schauen wir uns das Ergebnis an. Hier ist es. Wow, genau wie ich es wollte. Rufen wir sie an. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Wie geht's dir? Du wirst es nicht glauben. Ken hat mein Auto geklaut und lässt mich hier verrotten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott. Alles gut. Wo ist das Schwein? Ja, ich rolle wie ein König. Huhu. Hey, weg da aus dem Weg. Oh, hi Ken. Nein! Oh, oh. Oh, oh, Ken. Rein da. Autsch, das tat weh. Steh auf. Hi, Barbie. Ken? Tut,
tut mir leid. Guter Junge. Mein Auto, es ist wieder da. Vielen Dank. Ich freue mich so sehr, danke. Gern geschehen, Barbie. Tschüss, Loser. Woohoo! Tschüss, Barbie. Oh, du bist noch hier. Barbie, es tut mir so leid. Geh weg. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Das wird dich etwas aufmuntern. Es wird dir gefallen. Netter Versuch. Ich bin sicher, dass es dir gefällt. Barbie, schau, was ich für dich gemacht habe. Erbärmlich. Warte nur ab. Ich zeige es dir. Ich mache es auf und voilà. Wir sind am Strand. Oh, wow. Huh? Barbie, Barbie. Wo bist du, Liebes? Oh, ich bin hier. Hier. Ich bin immer noch in meiner Schachtel. Aber bitte verlass mich nicht. Muah. Tschüss, Liebling. Oh, da ist sie. Nein, bitte bleib. Ich kann nicht ohne dich leben. Oh, Barbie, bitte verzeih mir. Ich war so dumm. Oh, hallo, meine Schönheit. Endlich habe ich dich gefunden. Ist es schon Zeit, aufzustehen? Ich habe geschlafen wie ein Stein. Guten Morgen, Welt. Zeit, mich fertig zu machen. Angefangen bei meinen Beißerchen. Winzig frisch. Frühstück für Champions. Und viel Kaffee. Köstlich. Und mein Outfit? Perfekt. Hey, was ist denn hier los? Ich fühle mich komisch. Und hier drin stinkt es. Wow, was ist das denn hier? Oh, hi Ken. Was machst du denn hier? Ich bin Timmy. Weg da. Wow. Was für ein magischer Ort. Wow, ich bin nicht mehr in meinem Traumhaus. Was macht sie denn da? Okay, hi. Wer bist du denn? Ekelhaft. Du siehst aus wie meine Puppe. Unglaublich. Oh, das ist Barbie. Leute, ihr müsst euch das ansehen. Wow, sie ist echt. Wow, schaut euch ihre Schuhe an. Wow, deine Haare, du bist so fantastisch. Schauen wir unter ihren Rock. Sorry, ich muss gehen. Aber Barbie, warte. Du darfst nicht gehen, nein. Barbie! Hört auf, mich zu verfolgen. Schnapp sie hinterher. Moment, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Komm her. Wow. Hi, Ken. Halt das. Oh, ich glaube, sie ist hier. Hast du Barbie gesehen? Nee, sorry. Was? Ich putze hier nur. Oh, ist das schmutzig. Puh, das war knapp. Ja, das war's wirklich. Ich vermisse meine alten Kleider. Wow. So viel hübscher, oder? Hör zu, wir müssen hier verschwinden. Beeilung, komm! Hallo? Wo ist Barbie? Rein da. So ein Gentleman. Warte hier, okay? Okay. Wow, hey Kumpel. Was für eine verrückte Frau. Hey, was machst du denn da? Hallo. Oh, irgendwas fühlt sich komisch an. Mal sehen. Das ist eine Art brauner Schleim. Nur Schokolade. Das macht so Spaß. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Versteck dich trotzdem. Halt still, okay? Wir haben nicht viel Zeit. Hi, Bruder. Ich bin zu Hause. Hey, was geht? Oh. Was hast du mit dir gemacht? Timmy, komm, wir spielen. Ich hab's. Barbie ohne Kopf. Ohne Kopf? Ein anderes Mal, okay? Na gut. Du bist der Nächste. Die braucht doch Medizin. Die Luft ist rein. Das war total erschreckend. Ich muss einen Arzt anrufen. Moment, ein Arzt? Niemand da. Hallo? Ist da jemand? Irgendwas Spannendes im Fernsehen? Eilmeldung! Heute wurde eine echte Barbie in der Lala High School gesehen. Wenn Sie Informationen über sie haben, wählen Sie bitte diese Nummer hier. Wow, du hast es in die Nachrichten geschafft. Du bist also wirklich... Hallo? Barbie? Ja, ich bin echt. Und da ist mein Taxi. Bye! Warte, du passt da nicht rein. Ist ein bisschen zu klein für dich, oder? Oh, das klappt nicht.
Das wird alles wieder gut. Ich will nach Hause. Ja, ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Ich vermisse das Traumhaus. Oh, was ist das für ein Geruch? Wow, das riecht sehr gut. Ich liebe Obst. An diesem Zeug könnte ich den ganzen Tag riechen. Wow, schmeckt das gut. Ich bin nicht mehr traurig. Ich habe uns eine Pizza besorgt. Was machst du da? Willst du mal probieren? Ja? Nein, ich habe richtiges Essen, siehst du? Wow, wie interessant. Ist das Käse? Was für ein herrliches Festmahl. So cool. Warte, du musst reinbeißen. Und dann kauen. Siehst du? Reinbeißen und kauen? Oh, wow. Sowas habe ich noch nie gekostet. Das ist ja wie eine Party in meinem Mund. Ich schwimme in Soße, Baby. Oh, noch mehr Tierkäse. Oh, ja, bitte. Das ist unglaublich. Barbie? Wow, das ist einfach so gut. Ich will nie wieder aufhören zu essen. Mehr, mehr und mehr. Aber ich hatte nur ein Stück. Das war unglaublich. Oh, was ist mit meinem Magen los? Ich habe das Gefühl, ich platze gleich. Das nenne ich mal ein Food Baby. Keine Sorge, ich helfe dir. Tada! Was ist das? Und wie verbinde ich sowas denn? Du musst drücken. Komm schon. Drücken? Ah, verstanden. Oh, ich glaube, es funktioniert. Oh. Wow. Barbie, bist du fertig? Jetzt ist alles wieder gut. Wow, das hast du gekackt. Okay, egal. Ich habe eine Überraschung für dich. Bereit? Wow, die ganzen Klamotten hier. Das ist ja wie im Paradies. Ah, und alles in rosa. Wahnsinn. Ich will alles anprobieren. Als erstes ein Babyrosa-Set. Super für den Strand. Hier fangen. Oder wie wäre es mit diesem Seidenoutfit? Das ist doch fabelhaft, oder? Oder vielleicht etwas Sportlicheres. Na, was meinst du dazu? Oh Mann, wie langweilig. Hm? Ich hätte sie etwas gefunden. Noch mehr? Sie übertreibt ja völlig. Ich glaube, das reicht langsam. Ach, hier drüben. Oh, hi, Leute. Ihr redet nicht viel, oder? Hm? Wie unhöflich. Aber das bringt mich auf eine Idee. Oh, das wird ein Spaß. Hm? Barbie, wo bist du? Seltsam. Hm. Barbie? Du hast mich gefunden. Schau dir das an. Es scheint ganz so, als seien wir im Partnerlook. Okay, du hast mich. Na los! Na gut. Aber ich denke, es ist Zeit für neue Schuhe. Setz dich! In 0,nix haben wir Schuhe für dich. Na los, zeig's ihr! Gefällt Ihnen was hiervon? Wow! Die sind ja mega süß. Die High Heels. Ah, nein, die hier sind besser. Vertrau mir. Probier mal. Na komm, rein mit dir. Die müssen noch passen. Nur noch ein Stückchen. Also, ich weiß nicht, ob das meine Größe ist. Na los! Oh oh. Aufgepasst! Das war knapp. Ups. Gib her. Ihr hättet mich fast umgebracht. Aber ich danke für euren Einkauf. Bar oder mit Karte? So teuer? Keine Sorge, ich mach das schon. In Bar, bitte. Bar. Tschüss. Was für ein hübsches Paar. Moment mal, das ist Barbie-Geld. Das kann ich nicht glauben. Sie haben mich ausgeraubt. Jemand muss die Behörden verständigen. Hilfe! Mein Leben ist vorbei. Home sweet home. Was für ein lustiger Nachmittag. Und was nun? Kommt drauf an, wie viel Geld ich habe. Ja, ich weiß. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Hey, das Licht. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Wer ist da? Und was ist mit den Lichtern los? Hallo? Oh, Moment mal. Das ist die kopflose Puppe. Oh, oh, arme Barbie. Bitte was? Da sind total viele davon. Das ist das Grauen. Oh nein. Ich werde nicht zulassen, dass mir das passiert. Ein Ball? Oh, das ist Timmys Schwester. Hi. Ganz richtig. Hi, Barbie. Komm, wir spielen. Barbie, ich bin zurück. Was? Könntest du mir den Zucker reichen, bitte? Hey, du bist wieder da.
Willst du mitspielen? Nein, danke. Schon okay. Kann ich draußen spielen? Na ja, klar. Danke. Das hat so Spaß gemacht. Ja, total. Bye. Bis dann. Sie hat sich total verändert. Ja. Oh, schau mal, sie hat ihre Barbies vergessen. Oh. Hi, Barbie. Hi, Ken. Wow. Schau dir das an. Was? Setz dich. Nun werde ich dich ein wenig verwirren. Halt ganz still, okay? Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Fühlt sich total anders an. Du siehst großartig aus. Und das ist mein Haus. Wow. willst du, dass ich in deine Welt komme? Wenn du möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Und? Ich würde gerne sehen, wo du wohnst. Das freut mich. Na, komm rein. Herzlich willkommen in meiner Welt. Cool. Oh, Mund zu, es zieht. Oh, ich will dazugehören. Oh, wow. Ah, der Müll schreit. Hey, wie eine Fledermaus in der Höhle. Alles okay? Oh, lass mich helfen. Vielen Dank. Vampirclub? Hey, ich... Ups. Du bist kein Vampir. Aber... Der Graf zählt ja, auf uns. Ich weiß. Nicht schon wieder. Weg damit. Das ist alles Fake. Schritt 1, Halloween-Kostüm. Schritt 2, Plastikzähne. Schritt 3, viel Haargel. Oh, es funktioniert nicht. Probieren wir Plan B. Zuerst ein Gesicht- und Haar-Makeover, dann kopieren wir ihre Outfits und bäm, ich bin ein Vampir. Los geht's. Mann, die Dinger haben ihren eigenen Puls. Moment mal. Ich wähle dich. Aha, und jetzt zaubern wir. Schönheit ist wie Fallschirmspringen. Sie braucht nur einen kleinen Schub. Der war irgendwie eklig. Aber der wird noch schlimmer. Wünsch mir Glück. Oh. Aber warte mal. Denkt ihr, was ich denke? Ja. Das ist ernsthaft einer der ekligsten Momente meines Lebens, Leute. So viel Haargel. Aha. Jetzt die Geheimzutat. Shine bright like a diamond. Sieht nicht ansprechend aus, aber wartet ab. Okay, ich glaube, das passt. Das wird funktionieren. Schön verreiben. Zack. Und die Kirsche auf der Sahnehaube. Und noch eine. Das Rot macht mich ganz hungrig. Yippie. Oh. Die sind noch da. Dagegen muss ich was tun. Hm. Oh, Babypuder. Das wird helfen. Ah. Gib mir mehr. Ich bin die neue South Bay. Let it snow, let it snow, let it snow. Fehlt dir das, Pickles? Das ist... was ist los? Wow, seht euch mein Gesicht an. Zeit für die Superwoman-Verwandlung. Tschüss. So, mal sehen. Für Spaß, für die Sonne, für den Laptop, für Mathe. Ja, wir haben einen Sieger. Sie ist leer. Rote Augen, schwarzer Drache und ganz neue Zähne. Toll. Dann los. Bam. Es werde Licht. TikTok. Ich komme. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein nächstes Opfer. Grrr. Ich sehe die Welt in neuem Licht. Ah, gepostet. Es läuft echt gut. Ah, die Klamotten. Also, einmal drehen. Oh, es gibt da was, das ich noch tragen möchte. Seht gut hin. Morticia wird sich bald Modetipps von mir holen. Zack. Hm, nein. Die? Oder die? Ganz klassisch. Ich habe einen schwarzen Gürtel in Gottmode. Und ich fange gerade erst an. Ah, ich bin soweit. Schlägt euer Herz schon schneller? Ich hoffe doch. Oh, aber irgendwas fehlt. Hm. Ah, ich muss mein Territorium markieren. Ah.
Sieht das überhaupt realistisch aus? Dann habe ich gesagt, du bist aber AB minus, süßer. Oh, ist das... Glaubst du? Ja. Hm? Was? Wow! Was? Der Vampirclub? Träume ich? Endlich! Willkommen im Club! Trink! Juhu! Aber... Trink es! Ich hab keinen Durst! Oh Mann! Das muss, das muss! Hab ich meine Kotztüte dabei? Oh! Lecker! Das war klasse! Glückwunsch! Gut gemacht! Du gehörst jetzt zu uns! Keine Chance! Ich glaube nicht! Das ist nur extrem scharfe Soße! Kein Stress! Um zu gewinnen, musst du Challenges bestehen! Die scharfe Soße hast du geschafft, aber dich erwartet die Manipulation, Röntgenblick, die kalten Hände, die glitzernde Haut! Ist es wissenschaftlich möglich, mit einem Cartoon Network T-Shirt cool auszusehen? Hier ist das Opfer. Sieh zu. Nein, ich glaube nicht. Hey, du. Hä? Was hast du? So, verhalte dich wie eine Katze. Und streng dich an. Ja, ich bin eine Katze. Miau. Siehst du? Miau. Miau. Ups. Was ist passiert? Jetzt bist du dran. Hey. Was? Kannst du meine Hausaufgaben machen? Mach sie selbst. Na los! Los, los! Du machst das gut! Oh, Mama, sieh dir das nicht an! Nimm das! Ja, ich hab! Gut gemacht! Bitte date mich! Heb deine Krone auf, Alter! Sie hat es irgendwie geschafft! Keine Chance, dass sie den Röntgenblick hinkriegt. Maya, mach's vor. Das wirst du mögen. Sehe ich aus wie Supergirl? Ich hoffe, der Editor macht seine Sache gut, damit es echt gut aussieht. Aha, was haben wir denn hier? Die Katze ist aus dem Sack oder der Vase. Hm? Siehst du? Leichtes Geld. Oh Mann, was soll ich suchen? Gut, dass du fragst. Ich werde das verstecken. Und nicht schummeln. Sonderangebot nicht verpassen. Großer Sale, kommt so schnell ihr könnt. Was? Huggy Wuggy ist im Angebot. Ich komme, wartet auf mich, Spielzeuge. Wow, super. Wie günstig. Mein Schatz. Los, 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 los. Meins, meins. Warte, ich will auch ein Spielzeug. Wir sind ausverkauft. Geh nach Hause, Kleine. Nie habe ich Glück. Hilfe. Hä? Hier unten. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Autsch. Oh, juhu. Yay. Wow. Du stinkst. Wir müssen dich sauber machen. Zuerst ziehen wir diese dreckigen Klamotten aus. Jetzt kann ich meinen magischen Zahnpasta-Trick einsetzen. Ist das wirklich nötig? She's fresh, fresh, exciting. Du riechst immer noch. Du brauchst eine richtige Dusche, Mädel. Für irgendwas musste die alte Schulmappe ja gut sein. Blumen für die hübsche Dame. Wie die Tapete in einem süßen Häuschen. Ihr fragt euch bestimmt gerade, was ich hier mache. Eine schicke Dusche für meine neue Freundin natürlich. Und nun kommt der pinke Strohhalm hier dran. Ganz vorsichtig, ich will keine Fehler machen. Wow, schaut euch das an.
Wie schick! Aber irgendwas fehlt noch. Viel besser. Mit diesem Prinzessinnenvorhang hat meine Puppe ein bisschen Privatsphäre beim Duschen. Duschzeit! Oh, ups. Lass dir Zeit. Und keine Sorge, es gibt genug heißes Wasser. Wow, du riechst so gut. Und nun brauchst du noch Kleidung. Aber die sind echt dreckig. Ich weiß was. Gelb und Lila, meine Lieblingsfarben. Designerkleidung, fertig. Wir passen so gut zusammen. Oh, aber ich habe so viele Accessoires. Vielleicht finden wir auch welche für dich. Shine bright like a diamond. Du siehst so schick aus. Oh, du brauchst ein Haus. Na dann. Ihre Bestellung ist da. Ja. Yay. Danke. Wow. Das ist mein Traumhaus. Und was meinst du? Wow, das ist auch mein Traumhaus. Oh, wow. Komm zu Mama. Da! Ja, Schatz. Kannst du das für mich bauen? Ja, klar. Yay. Ach, mal sehen. Hm. Dad, das ist einfach. Da bin ich mir nicht so sicher. Tut mir leid, Schatz. Ich muss was erledigen. Aber, dann versuche ich es eben selbst. Okay, versuchen wir es mal. Ich glaube, das kommt hier dran. Magst du's? Wow, was für ein schönes Haus. Ich habe eine Küche, Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Weck mich nicht auf, falls es ein Traum ist. Hat's dir gefallen? Oh, gut gemacht, Schatz. Danke. Kannst du auch den Schrank reparieren? Nein, Dad. Fast vergessen, wir müssen dir ja noch was zu essen machen. Gehen wir. Du brauchst ein gesundes, köstliches Mahl. Du hast so ein Glück, mich als Freundin zu haben. Ich bin ein Genie, das einfach alles kann. Zuerst kommen die Drähte und dann Feuer. Oh la la. Und nun kochen wir. Wir brauchen ein bisschen Ei für unseren winzigen kleinen Topf. Dabei wird eine Spritze helfen. Das Essen ist fertig. Guten Appetit. Wow, sieht definitiv besser aus als Müllessen. Ich verhungere. Hättest du Lust auf einen Spaziergang? Oh, nein, ich will nicht. Ich bin so voll. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Strohhalme? Check. Du zuerst. Kleber? Check. Wir kleben sie so zusammen. Perfekt. Ich habe so ein Glück, dass Dad so viele alte CDs in der Garage noch hat. Diese kleine Box wird der Sitz. Das Fahrrad ist nun fast fertig. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Oh, neue Gesichter. Wow. Hi, wir kommen in Frieden. Hi. Hey. Freut mich, dich kennenzulernen. Schöne Puppe. Deine ist aber auch voll cool. Steve. Moment, Steve. Mama. Willst du vielleicht auf ein Date gehen? Ja, klar. Okay, ich muss los. Bis morgen. Bis dann. Oh nein. Oh nein. Meine süße Prinzessin, rede mit mir. Aber nicht so. Du brauchst eine neue Frisur, Süße. Oh nein. Tut mir leid, aber da hilft leider nichts. Entspann dich und vertrau mir einfach, okay? Ich schneide auch nur etwas ab. Diese Frisur passt nicht zu dir. Ich brauche auf jeden Fall eine leere Leinwand. Oh, mein Rapunzelhaar! Und nun bin ich voll kahl! Keine Sorge, ich mach das schon. Das könnte jetzt etwas wehtun. Du bist sogar besser als die Corpse Bride. Fühlt sich tatsächlich wie eine Massage an. Oh, was für schönes Haar! Und fertig. Oh, Savvy, ich sehe jetzt aus wie du. Zwillinge. Aber warte noch, wir sind noch nicht fertig. Willkommen im Schönheitssalon. Setz dich. Es ist Zeit, deine Nägel zu machen. Yup. Keine Sorge, das tut nicht weh. Mach das zu Hause aber nicht nach, Kinder. Das ist sehr heiß. Perfekt. Nun,
kommen die Farben. Yeah. Such dir eine aus. Die sind alle total hübsch, aber ich mag die hier am liebsten. Nice. Na, dann mal los. Ich hoffe, der ist nicht eingetrocknet. Bei Nagellack ist Präzision das Allerwichtigste. Wow, du siehst wirklich richtig toll aus. Komm her, lass mal sehen. Das ist ein echtes Nagelkunstwerk. Leute, das wird dein erstes Date. Ihr könntet euch... Wir müssen deine Lippen glänzen lassen. mach's dir bequem, Süße. Hier, eine Decke, damit dir nicht kalt wird. Ist gemütlich, oder? So, fangen wir dann mal an. Als erstes müssen wir etwas Kleber auftragen. Atem anhalten. Und jetzt ein Hauch Magie. Feenstaub für glitzernde Lippen. Schimmer, Gewürze und alles Schöne. Du siehst wunderbar aus. Mein Make-up ist fantastisch. Oh, aber du kannst auf keinen Fall auf ein Date gehen ohne Schuhe. Oh nein, ich muss meine Louboutins irgendwo verloren haben. Ich kenne da einen Hack. Ich bin kein Clown, aber mit Ballons kenne ich mich aus. Schnipp, schnapp. Die werden wunderbare Stiefel. Ein Gerät zum superschnellen Trocknen. Wow, cool. Entschuldigung, ich hing kopfüber. Oh, tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Machen wir deine Schuhe nun fertig. Also, schneiden wir das hier ab. Ich muss sehr vorsichtig sein. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Und nun bemalen wir sie. Die werden wunderschön lavendelfarben. Süß, aber es kann nie genug glitzern. Sogar Lady Gaga wäre neidisch auf das hier. Und nun machen wir noch ein passendes Oberteil dazu. Danach könntest du auf dem roten Teppich erscheinen. So, fertig damit. Fast geschafft und nur noch der letzte Schliff. Und voilà! Nice, und nun ist es Zeit für deinen Rock. Perfekt! Wow! Oh, die Klamotten sind so schick. Ich will sie auf jeden Fall anprobieren. Oh, Süße, du siehst perfekt. Es fehlt noch eine Handtasche. Bin ich froh, dass ich meine alten Zahnbürsten noch behalten habe. Pinke Perlen gehen auf jeden Fall immer. Willkommen zurück, Kleber. Na, zeig mir, was du kannst. Ich schnapp sie mir alle. Wie eine Meerjungfrau. Super schick. Hier hast du sie. Sie passt wirklich perfekt. Ich muss die Mädels anrufen. Mädels, das müsst ihr unbedingt sehen. Sie sieht einfach fabelhaft aus. Wir warten. Oh, wo ist sie? Wow. Kannst du meine machen? Kannst du meine auch machen? Keine Zeit, Mädels. Wir haben ein Date. Bye. Wie gemein. Was trage ich nur? Für dich finden. Du bleibst hier und ich ziehe mich schnell um. Was trage ich nur? Vielleicht sieht das gut aus? Was denkst du? Nein. Was ist damit? Nicht schlecht, oder? Ich finde, du solltest etwas Schickeres tragen. Du bist echt schwer zu überzeugen. Und? Oh Gott, das sieht lächerlich aus. Trag doch was Ähnliches wie ich. Oh, du hast recht. Wow, süß. Wir sehen einfach mega aus. Ja, oder? Wir sind echte Mode-Ikonen. Wir haben unsere innere Ariana Grande gefunden. Vogue, strike a pose. Los geht's. Vergiss unsere Taschen nicht. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Aber wir müssen warten. Hallo. Hi. Hallo, Schönheit. Hi. Ich mag deine Haare. Oh, danke. Und ich mag deine Haare.
Danke. Guten Abend. Was hättet ihr gerne? Eine Pizza, bitte. Und? Sehr gerne. Und eine Pizza für uns. Okay. Was ist mit deinen Hausaufgaben? Oh, ich hab sie gemacht. Und du? Und hier ist eure Pizza. Guten Appetit. Wir haben keine extra kleinen Pizzen. Und was sollen wir essen? Ich hab ne Idee. Wir schneiden einfach mit dem hier ein kleines Stück aus der großen Pizza aus. Oh. So, bitte sehr. Wow. Bon Appetit. Danke. Das war echt mega lecker. Ja. Ekelig. Was machen die denn? Heute ist mein großer Tag. Ich muss mich beeilen. Ken wartet auf mich. Ach, so schmutzig. Hey, Barbie. Er sieht so gut aus. Wer ist das? Ich liebe dich, ja, Ken. Ja, ich will. Ja, ich will. Meinem Hochzeitstag. Oh. Ich kann nicht glauben, dass Ken mich so hintergangen hat. Was ist das? Eine neue Puppe! Endlich! Hä? Du stinkst total! Machen wir dich sauber. Sammeln wir etwas Dreck auf. Falsches Netz, Spinne. Geht ekelhaft. Du brauchst besondere Pflege. Es geht los! Ich gebe dir eine Ganzkörperbehandlung. Ich hoffe, du magst etwas Feenstaub. Du brauchst etwas Glanz nach all dem Schmutz. Jetzt ist es Zeit für die Reinigung. Das sieht so entspannend aus. Vielleicht sollte ich mir auch so eines besorgen. Fast fertig. Sieht gut aus. Du hast da was im Gesicht. Es ist Badezeit. Ich muss dich allerdings komplett eintauchen. Ich sagte komplett. Lass uns hier noch ein paar Stellen abdecken. Ich wusste, ein Schaumbad würde helfen. Wow! Du bist komplett sauber. Du bist gleich fertig. Das hat nicht geklappt. Du brauchst eine richtige Dusche. Kaum zu glauben, dass das Schaumbad nicht funktioniert hat, aber ich schätze, doppelte Reinigung ist im Trend. Gut, dass ich das nicht weggeworfen habe. Reduzieren, wiederverwenden, recyceln, stimmt's? Kommen wir nun zu den Duschwänden. Sieht toll aus, oder? Ich glaube, Barbie wird es lieben. Ich habe es extra für sie ausgesucht. Es braucht eine Dusche noch. Einen Duschkopf natürlich. Die gibt es nicht in Barbies Größe, also müssen wir kreativ sein. Steche einfach ein paar Löcher in den Ton. Mach so viele, wie du willst. Aber ich denke, diese Menge ist perfekt. Kein Projekt ist komplett ohne etwas Heißkleber-Action. Aha. Und jetzt drücken. Nimm dann den Strohhalm und befestige ihn am Duschkopf. Der Heißkleber muss natürlich auch rosa sein. Barbie hätte es nicht anders gewollt. Vergewissere dich, dass er fest sitzt und fertig. Wow! Irgendwas fehlt. Aha, ich weiß. Tada! Der passt zu den Wänden. Barbie wird es lieben. Bist du bereit für deine Dusche? Hoppla, bedecken wir dich mal. Viel Spaß! Nicht spicken. Geben wir etwas Privatsphäre. Oh, viel Spaß! Wow, so erfrischend. Die Zeit ist um. Oh, du riechst so gut. Oh, so schmutzig. Aber keine Sorge, ich kenne ein Hack. Zeit, dich einzukleiden. Ich wollte schon immer eine Designerin sein. Barbie wird meine erste Muse. Ich muss sicher gehen, dass das Kleid perfekt wird. Oh, ich fühle mich wie ein Profi. Ich hoffe, es passt ihr. Zeit für die Anprobe. Wow, bereit für den Laufsteg. Wow, wir sehen gleich aus. Zwillinge. Fast. Sie braucht ein süßes Haarband wie ich. Dieser Flaschendeckel ist perfekt.
aber es hat die falsche Farbe und die falsche Größe. So, ändern wir die Farbe. Wupp. Oh, perfekt. Aber du brauchst ein Haus. Ich weiß, wen ich anrufen muss. Hallo? Maya? Ja, das bin ich. Wow, das ist mein Traumhaus. Barbie, was sagst du dazu? Oh, Maya, es ist auch mein Traumhaus. Du bist unglaublich. Das ist so aufregend. Oh, komm her. Das sollte ganz einfach sein. Ja. Papa! Ja, Schatz. Kannst du das zusammenbauen? Natürlich, Schatz. Es ist ein Kinderspiel. Danke, Papa. Mal sehen. Das ist echt einfach, oder? Einfach? Was ist das? Wir brauchen mich. Aber der Laden hat zu. Warte, wo willst du hin? Egal. Was steht da? Okay. Also, wo soll ich anfangen? Das sollte ganz einfach sein. Teile zusammenbauen. Endlich fertig. Was denkst du? Hoppla, ich habe die große Überraschung vergessen. Barbie, bist du bereit für deine Hausbesichtigung? Los geht's. Dieses Haus hat alles, was du brauchst. Willst du nach oben gehen? Wow, ich könnte den ganzen Tag hier chillen. Und jetzt zum Schlafzimmer. Ich habe es selbst entworfen. Cool, nicht wahr? Ich wünschte, mein Haus sähe so aus. Gefällt es dir? Maya, das ist das beste Haus aller Zeiten. Nicht wahr? Wow. Kannst du auch die Lampe reparieren? Papa, nein. Geh weg. Mein Magen knurrt. Du brauchst doch was zu essen, oder? Komm mit. Meine Spezialität für eine ganz besondere Dame. Nein, Dummerchen, das ist kein Candlelight-Dinner. Wäre aber schön, oder? Irgendwann wirst du auch ein Date haben, Barbie. Aber erstmal koche ich für dich. Das ist dein altes Familienrezept. Heute Abend stehen Eier auf dem Speiseplan. Sieht süß aus, oder? Wir machen Miniatureier für Barbie. Und für den letzten Schritt Eigelb. Macht das Spaß? Es ist fertig. Hier ist deine Bestellung. Eier! Bon Appetit! Lecker. Das beste Gericht der Stadt. Wollen wir spazieren gehen? Oh nein, ich bin viel zu voll. Keine Sorge, ich habe was für dich. Ja! Barbie braucht etwas Bewegung. Also bauen wir ihr ein Fahrrad. Ich glaube aber nicht, dass es Puppenfahrräder gibt. Also müssen wir eins basteln. Wir brauchen einen Rücksitz. Das ist perfekt. Das hebe ich für später auf. Ich hoffe, Barbie macht der Geruch von Popcorn nichts aus. Mir persönlich würde es nichts ausmachen. Diese alten CDs sind die Räder. Ich habe gehört, früher hat man die zum Musikhören benutzt. Aber wo sind die Lautsprecher? Ach, was soll's. Jetzt sind es Barbies Räder. Los geht's. Hui, das macht so viel Spaß. Okay. Wer ist da? Wow, sie ist so schön. Ken, das ist deine neue Freundin. Was? Hi, willst du spielen? Deine Puppe ist hübsch. Hi, Ken. Du bist so ein hübsches Mädchen. Danke. Hast du Lust auf ein Date mit mir? Ein Date? Ja, gerne. Morgen? Ja. Du hast ein Date. Oh nein. Ich muss das in Ordnung bringen. Gehen wir nach Hause. Ich muss mich beeilen. Oh nein. So kannst du auf kein Date gehen. Zum Friseur mit dir. Verzweifelte Zeiten verlangen nach verzweifelten Maßnahmen. Tut mir leid, Süße. Das muss sein. Das ist eklig. Es klebt an den Haaren. Wir müssen alles abschneiden. Jetzt hast du eine kahle Stelle. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß, was zu tun ist. Keine Sorge, Barbie. Wir kriegen dich im Nu wieder hin.
Ich setze dich wieder zusammen, versprochen. Jetzt nehmen wir etwas von diesem Band. Jede Farbe ist gut, aber mir ist heute nach Blau. Ich bin mir sicher, dass es Barbie gut stehen wird. Ich muss den klitzekleinen Faden nehmen und ziehen. Das ist so befriedigend. Ich schneide knapp über Barbies Haarlänge ab. Das wird ihre kahle Stelle sicher verdecken. Was für eine hübsche Farbe. Jetzt verpassen wir ihr ein paar Strähnchen. Ja! Wow, das steht dir so gut. Schön, sie ist bereit für das Date. Hup, dein Haar reift. Jetzt bist du wieder perfekt. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Dein Make-up. Entspann dich einfach. Ich kümmere mich um alles. In dieser Kiste ist alles, was ich für dein Makeover brauche. Tada! Meine treue Lupe. Aha, jetzt kann ich deine Poren sehen. Ich hoffe, du bekommst das hin, Maya. Ich muss perfekt aussehen für mein Date. Vertrau mir, Barbie. Das wird das Date deines Lebens. Beginnen wir mit dem Rouge. Weißes Rouge? Ist das dein Ernst? Vertraue mir. Dieser Look wird ihn ganz rot werden lassen. Jetzt noch etwas Farbe. Und nun zum letzten Schliff. Du siehst so hübsch aus. Ich bin so stolz auf diesen Look. Wunderschön, jetzt siehst du aus wie ich. Moment mal. Oh, was ist das? Oh, zurück zum Makeover. Oh. Diese Nägel sehen schrecklich aus. Ah, meine Augen. Ups, tut mir leid. Ah, endlich. Das brauche ich nicht mehr. So, das wird ein bisschen heiß. Aber du bekommst damit die besten Nägel. Mach dich bereit. Ah, nein, das macht sie da. Oh, du Drama-Queen. Siehst du, es ist gar nicht so schlimm. Der letzte Nagel. Und fertig. Aha. Jetzt kannst du dir eine Farbe aussuchen. Nein, diese Farbe will ich nicht. Und die hier? Nein, danke. Die mag ich auch nicht. Wie wäre es mit dieser? Ja, diese Farbe ist toll. Okay, mal sehen, wo sie ist. Nein, das ist sie. Ah. Wir brauchen nur ein kleines bisschen. Perfekt. Ich muss mich konzentrieren, um Fehler zu vermeiden. Es ist vollbracht. Wow, ich bin eine Künstlerin. Deine Nägel sehen toll aus. Wow, jetzt bist du perfekt. Und du bist bereit für dein Date. Gehen wir. Sie sagte, sie würde hier sein. Wo ist sie? Oh, sie haben uns versetzt. Oh, was ist das? Oh. Piep, piep, ich bin wegen Barbie hier. Schätze, dein Date ist da. Ken, du bist gekommen. Natürlich, meine Schönheit. Gehen wir. Wir kommen zu spät. Was zum... Maya, Maya, komm schon, Maya, du bist spät dran. Wir müssen uns beeilen. Es ist noch voll früh. Maya, es ist niemals zu früh. Maya, beeil dich. Wir sind pünktlich. Das Gate zum Nobelinternat öffnet in 3 Stunden. Hier ist dein Koffer und dein Essen. Und dein Ticket. Wow, diese Schule ist so schick. Und ich sag dir, du glaubst nicht. Nee, kann ich nicht glauben. Ich meine, es hätte schöner sein können. Nur ein paar tausend Dollar, oder? Hi. Oh, hi, Leute. Schön, euch kennenzulernen. Hi. Oh, wow. Du siehst toll aus. Wirklich schön. Naja, egal. Hi, Leute. Oh, ja. Ich bin... euer Ernst. Oh, du musst Maya sein. Oh, ja. Ich bin der Schuldirektor. Komm, ich führe dich rum. Oh, wow, danke. Das ist dein neues Zimmer. Ich hoffe, es gefällt dir. Fühl dich wie zu Hause. Tschüss. Wow, das ist aber viel Platz. Wow. Ein Hochbett? Ich wollte schon immer mal oben schlafen. Oh, wow, das ist so cool. Dein Bett ist das da. Okay, ja. Oh, wow. Okay, mal sehen. Oh nein, das ist nicht... Das ist ja überhaupt nicht schick. Wann wurde dieses Bett zum letzten Mal benutzt? Na
Naja, es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Oh, ich bin spät dran. Guten Morgen, Klasse. Das ist unsere neue Schülerin, Maya. Hallo, alle zusammen. Wie furchtbar. Okay, sie ist ganz neu in der Klasse. Da bitte sehr. Sie werden mich bestimmt mögen lernen. Danke. Setz dich. Hi, ich heiße Maya. Aber klar doch. Hi. Kann ich neben dir sitzen? Sorry. Reserviert. Oh. Okay. Oh, hi. Kann ich mich... sorry. Reserviert. Okay. Hey, Maya. Oh? Setz dich doch. Oh, danke. Ich meine, wie blöd kann man denn sein? Schon okay. Oh, ist das echtes Gold? Das gehört nicht dir. Okay. Was in aller Welt? Was soll das? Was ist das? Ich meine, wofür benutzt man das? Hier so, man liest daraus. Lesen? Das macht trotzdem keinen Sinn. Nicht anfassen, du gehst pleite. Was stimmt mit meinem Buch nicht? Maya, die brauchst du nicht. Alles, was du brauchst, ist ein Laptop. Der ist für dich. Aber ich habe noch nie ein MacBook benutzt. Sie hat noch nie ein MacBook benutzt? Gar kein Problem. Ich habe meinen alten Windows-PC. Hier, so. Hier, so. Was in aller Welt? Okay. Jetzt nur noch hochfahren. Okay, warten wir. Was? Die sind alle schon hochgefahren? Oh, im Ernst jetzt? Oh, du Armer. Eine Minute noch, Kinder. Fast geschafft. Fast hochgefahren. Yes, endlich. Jetzt kann ich anfangen. Huh? Okay, Leute, die Zeit ist rum. Zeigt mal her. Oh, gut, ja. Glückwunsch. Okay, die nächste. Oh, es bewegt sich. Oh, das ist schnell. Bravo. Juhu. Ich muss schnell was bauen. Schnell, Maya, denk dir was aus. Irgendwas. Oh. Und was hast du gemacht, Maya? Nein, 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 bitte. Oh. Die kann ja gar nichts alleine machen. Was ist passiert? Du kriegst eine 6. Die erste 6 meines Lebens ist auch eine Leistung. Ich fühle mich hier so anders. Hi, Mom. Hey, Maya, wie geht's dir? Wie ist die neue Schule? Und das Essen? Und das Wetter? Ich habe gehört, bei euch regnet's, oder? Und hast du neue Freunde gefunden? Ja, alles ist okay. Ich habe, sorry. Bye, Mom. Sorry. Sorry, manchmal bin ich so ungeschickt. Naja, ich bin Chris. Hi, Chris. Ich bin Maya. Dein Style ist voll einzigartig. Ja. Maya, ich bin neu hier. Ja? Ich bin gerade erst angekommen. Ja? Die Schule ist echt verdammt cool. Dir wird's hier gefallen. Oh, sorry, ich muss gehen. Ja. Bis später. Ja, jetzt ist es wirklich schön hier. Hi, Mädels. Ist die immer noch hier? Warum mögen die mich nicht? Geht es ihnen wirklich nur ums Geld? Ich dachte echt, die wären netter.
Hallo, Kinder. Heute machen wir ein Experiment. Ihr arbeitet heute zu zweit. Aber ich habe niemanden, mit dem ich arbeiten kann. Sorry, ich bin zu spät. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich, Chris. Komm rein. Danke. Hi, Chris. Setz dich hier hin. Hey, Maya. Was macht er denn da? Schön, dich zu sehen. Hi, Chris. Eure Aufgabe heute ist es, eine neue Formel zu entwickeln. Und zwar sollt ihr eine Pflanze wachsen lassen. Okay, fangen wir an. Bist du sicher? Warte. Er ist so nett zu mir. Nur noch eine Minute. Oh, wir müssen uns beeilen. Yes. Noch nicht mal ich weiß, wie man sowas macht. Wir haben es geschafft. Wir sind das beste Team. So nicht, Fräulein. Gut gemacht. Wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr wirklich zusammen seid. Und absenden. Was, das neue Mädchen mit Chris? Der werde ich's zeigen. 3, 2, 1. Wo ist sie? Ja, und die Blätter sehen wirklich toll aus. Weg damit! Was machst du mit Chris? Er ist mein Chemiepartner. Warum hast du unser Projekt zerstört? Projekt? Gib das her! Du wirst niemals eine von uns sein. Aber ich hab doch nicht... Ich kann das nicht. Ich will das nicht mehr. Drama. Das war bescheuert, Kitty. Was denn? War doch nur ein Witz. Sie ist voll die Heulsuse. Ich verstehe nicht, warum jeder so gemein zu mir ist. Auf diese Schule zu gehen war mein Traum. Aber jetzt ist es ein Albtraum. Ich rufe meine Mama an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hallo? Mom, ich bin's. Hä? Hab dich lieb, Mom. Maya? Bist du da? Maya? Ein Contest? Für die Schönheitskönigin? Kann ich da mitmachen? Das kann ich. Vielleicht mögen sie mich, wenn ich teilnehme. Besonders, wenn ich sie besiege. Ich werde nie vergessen, was sie mir angetan hat. Endlich schläft sie. Ich werde diesen Wettbewerb auf jeden Fall gewinnen. Bestimmt hat sie was, was ich dafür benutzen kann. Sie hat so viel, das macht ihr bestimmt nichts aus. Ich werde die Schönste beim Wettbewerb sein. Und dann werden sie mich alle mögen. Wow! Oh, oh, ich darf sie nicht aufwecken. Mal gucken, ob es klappt. Oh, wow! Hat geklappt! Okay, mal sehen, womit ich noch hübscher werden kann. Ja, ihr teures Make-up ist das Letzte, was ich noch brauche. Fangen wir mal an. Mein Gott, lass mich. Wow. Ich wollte schon immer teures Make-up benutzen. Das ist meine Chance. Das habe ich auf TikTok gesehen. Nur ein bisschen hier und da und hier nicht vergessen. Und die Augen. Und wie ist das Ergebnis? Okay, und nun trage ich das Make-up auf die Folie auf. Es muss perfekt sein. Yes, fertig. So werde ich zum schönsten Mädchen der ganzen Schule. Noch leicht andrücken, damit es haften bleibt. Okay, mal sehen. Wow, so viel Glitzer. So, und nur noch ein Kleid. Welches könnte dazu passen?
Ja, das hier. Wow, jetzt sehe ich wirklich reich aus. Du wirst niemals eine von uns sein. Blablabla. Oh, bitte. 1, 2, 1, 2. Willkommen, Leute, beim jährlichen Schönheitswettbewerb des Lala Nobel Internats. Ich möchte euch die diesjährigen Teilnehmer vorstellen. Die Siegerin des letzten Jahres, Kitty. Und Maya, die Neue. Viel Glück dir. Ja, danke. Du wirst das brauchen. Oh, sie hat überhaupt keine Chance. Noch nicht mal eine kleine. Das wird dir eine Lehre sein, sich von mir und meinem Leben fernzuhalten. Maya, ich möchte bitte deine Freundin sein und das ist mein Versöhnungsgeschenk. Oh. Okay, sag ich mal. Die sind perfekt für dich. Oh, Mädels, ihr seid Freundinnen? Das freut mich echt. Okay, ich werde mir die Schuhe angucken. Viel Glück, Leute. An all unsere Freunde hier, ohne sie könnten wir nichts schaffen. Danke. Auch an unsere Sponsoren und alle anderen, die diesen Wettbewerb möglich machen. Und jetzt fangen wir an! Oh, wow, yeah. Ich kann kaum glauben, dass sie denkt, sie hätte eine Chance. Ich gewinne immer. Fantastisch, wie die aus. Und sie lieben mich, wie immer. Der werde ich's zeigen. Wow, 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 wow. Konzentration, Maya. Lebt sie noch? Ups. Oh, armes Mädchen. Wir haben eine... Mach mal Platz, Maya. Wir haben eine Siegerin. Kitty! Yay! Yeah! Yeah! Kitty! Hier, Kitty. Noch einmal. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Ich liebe Kitty, aber ich will Maya unterstützen. Mal sehen. Moment, was? Ich muss was tun, das ist unfair. Aber hab ich richtig gesehen? Ja, hab ich. Das ist ein Skandal. Das geht nicht. Herzlichen Glückwunsch! Was? Direktor! Wirklich? Ja. Aus dem Weg! Was soll das? Das hast du nicht verdient! Was tun Sie da? Das her! Dich knöpfe ich mir später vor! Ich bin traurig, aber ich denke, es ist schon okay. 2 an 2. Alle zusammen, wir haben eine neue Siegerin. Maya! Oh, oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Ich kann es kaum glauben. Ich kann nicht fassen, was Sie mir gerade antun. Sie verdient die Krone nicht. Sollten wir... Bye, Kitty! Ich kann es kaum glauben. Oh, hi, Mädels. Sie bereuen. Glückwunsch, Maya. Oh, die sind danke. Für dich. Oh, wow, die sind wunderschön. Willst du vielleicht heute einen Kaffee mit mir trinken gehen? Oh ja, warum nicht? Hey. Hey. Ja. Ja. Zeig dir heim. Okay, Aufmerksamkeit bitte. Aufmerksamkeit. Gut, wir beginnen für euch ein Austauschprogramm. Und der Teilnehmer wird sein... Du! Oh, ich traue meinen Augen nicht. Wow! Dieses Haus ist riesig. Wow! Ich freue mich so, den Gastgeber zu treffen. Meine Güte, ist das echt? Das ist den Geldraum wirklich. Haben Sie sich verlaufen, Fräulein? Nein, ich bin beim... Meine Dame, ich bitte Sie zu gehen. Oh, Was ist los? Wer... Das gibt's nicht. Ich glaub's nicht. Das ist Gott. Willkommen in meiner Zuhause.
Oh, ich sagte willkommen. High five. Oh. Es tut mir leid. Hey. Los geht's. Ihr Mantel, Fräulein. Selbstverteidigung. Guter Wurf, Fräulein. Alles okay? Hier ist mein Mantel. Oh, ihr habt Spaß. Los geht's, ich fühle dich rum. Ja, ja, geht nur. Mir geht's gut. Das ist einer meiner Lieblingsräume. Schau ihn dir an. Heute ist es sonnig. Am Wochenende Sonnenbaden? Cool. Ja. Den hier wirst du mögen. Okay, gehen wir, gehen wir. Alle Zeiten. Oh, ich liebe dieses Haus. Wow. Was? Bon Appetit. Fräulein, Herr Bro, guten Appetit. Was ist das? Sicher? Das ist meine Spezialität. Okay. Wie esse ich das? Na dann mal los. Komm schon, komm schon. Fast. Wie ist das möglich? Nein, ich hab's. Diese Essstäbchen. Hey, Bro! Beginnen wir mit der Show! Können wir einfach essen? Sie ist dran! Ups! Wie wär's mit Pizza? Oh, Gott sei Dank, ich bestelle sie. Nein, unser Flugzeug wartet. Was? Keine Chance. Sind wir in Italien? In Italien gibt es die beste Pizza, weißt du? Cool. Bin ich im Himmel? Fräulein, was tun Sie hier? Oh, Sie haben meine Reiniger gefunden. Danke. Was meinst du? Ist nicht wahr? Was ist denn hier los? Okay, du darfst rein. Der Nächste. Was? Aber ich habe gar kein Geld. Nö, reicht nicht. Reicht nicht? Der Nächste. Was hast du so drauf? Entschuldigen Sie, würden Sie mich bitte reinlassen? Was? Nein, hau ab. Bitte. Nein, verschwinde. Diese Schule ist nur für die Reichen. Selbstverteidigung. Alles okay? Der Weg ist frei. Das Schlimmste kommt erst noch. Ich bin da. Oh nein. Wie schade. Ja, wir machen das so. Genau, ja. Was? Habt ihr das gesehen? Wow! Sie ist es, sie ist es! Diese hässlichen Fotos haben mich gerettet. Ich liebe Paparazzi. Ja. Yay!
bist neu hier. Ich kann nicht fassen, dass er mit mir redet. Oh, hast du die heutige Forbes gesehen? Gesundheit. Tut mir echt leid. Komm schon, wir sind spät dran, gehen wir. Okay. Ich wasche mir nie wieder die Hände. Kein Schnodder an der erreichten Schule. Er ist der Beste. Oh, richtig, ich muss ihm auf Instagram folgen. Maldi, du bist so attraktiv. Ich muss ihn haben. Oh, diese Klamotten. Das brauche ich. Wow. Ja. Ich glaub's nicht. Maldi, macht auf mein spektakuläres Umstyling. 1, 2, 3. Willkommen, das einzig wahre modische Fräulein. Oh. Ich glaube, Sie brauchen einen Stylisten, Fräulein. Was? Dir werde ich zeigen. Was denkst du jetzt? Wow! Jetzt sind sie bereit, Fräulein. Zurück! Ist du das? Hey! Hallo, ihr Süßen! Hey, fangt! Lass die Leute reden. Sei selbstbewusst. Immer. Wow, du bist so cool. Direkt du bist Diamond. Was? Und noch schreiben. Cool. Kannst du für Christoph schreiben? Nicht jetzt. Bitte. Warte. Was? Oh ja. Bitte. Du weißt, was zu tun ist? Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, ich werde das für Sie upgraden. Tada! Ist es? Warte, meine Güte. Jess ist jetzt auch cool. Was? Nichts kann mich aufhalten. Ja. Ich wollte diesen Diamanten kaufen. Es ist so schön. Fräulein? Oh, hey, Jess. Ich hasse diese Rapper-Begrüßungen. Viel Spaß. Wie peinlich. Ich brauche was zu essen. Was ist das? Ist das essbar? Wer isst sowas? Mein Lieblingsessen. Aber ich will was essen. Das sieht lecker aus. Das ist das echte Essen. Ja. Bon Appetit. Hi, Jess. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Mach's gut. Habt ihr das gesehen? Ich werde es kaufen. Super. Oh, nein, wie kann man so gemein sein? Ich hab's satt. Ich gehöre hier nicht hin. Ich gehe nach Hause. Ist schon okay. Hast du dir gezeigt? Er
endlich zu Hause. Hi. Huh? Was machst du hier? Ha. Yes, komm jetzt, ich führe dich rum. Los geht's. Woo! Ja, genau so. Yeah. Wow. Alles okay? Oh mein Gott! Nein! Yeah! 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 Genau so! Yeah. Beste Tochter aller Zeiten! Ja, genau! Was? Was ist hier los? Oh. Hi, Dad! Wie geht's dir? Oh, Maya, wie kannst du es wagen? Schatz, entspann dich. Ja, pack zusammen. Du gehst in den Urlaub. Das wird der beste Urlaub meines Lebens. Paris, ich komme. Bonjour, ça merci. Bonjour, merci. Ich kann's kaum erwarten. Warte auf mich, Paris. Das riecht nicht nach Croissants. Ih, das ist nicht mal ein Flughafen. Oh, nein, warte. Oh, mal sehen, was das ist. Ein Sommerferienlager? Wo in aller Welt bin ich? Pfadfinder, Überleben ist unsere oberste Priorität. Oh, hallo? Du musst neu sein. Geh dahin. Wo bin ich hier? Was? Im Ferienlager. Erster Tag. Die Aufgaben lauten: ein Zelt bauen, ein Feuer machen, Essen finden, Holz hacken, angeln. Was? Ernsthaft? Oh, Entschuldigung, wo ist die Toilette? Toilette? Toiletten sind überall. Was soll das? Was? Nein, nicht Ihr Ernst. Wirklich? Oh. Da, ein Bär. Ich hock mich doch nicht auf den Boden. Wenn Sie keine Toiletten haben, dann baue ich mir eben eine. Also gut, mal sehen. Ich weiß, ich schneide ein Loch rein, wie ich online gesehen habe. Ja, und nun nehmen wir die, tun die Tüte rein, genau so ausbreiten, dann den Toilettensitz drauf und fertig. So lecker. Ich liebe Schokolade. Pfadfinder, eure nächste Aufgabe, findet Essen im Wald. Ja! Einfach. Der Rest wird nie was finden. Sind die essbar? Ja. Ich bestell was. Echt jetzt? So weit? So weit weg für eine Lieferung? Dann muss ich das Essen doch selbst finden. Im Wald Essen finden? Was ist das für ein Service? Was zum Teufel? Oh, Moment mal. Vermutlich gibt's da was zu essen. Wow, das könnte echt lecker sein. Ja. Autsch, mein Kopf. Aber das war's wert. Alles klar. Also zuerst müssen wir das hier kochen. Zuerst schlage ich das Ei in die Folie. Genau so. Und einrollen. Nun mein Geheimnis. Oh, Moment. Hier gibt's keine Steckdosen. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh. Zitronen. Danke. Was? Das habe ich auf TikTok gesehen. Es funktioniert. Und nun der beste Teil. Es hat geklappt. Im Ernst? Dann werde ich wohl das hier essen. Ihr habt Essen. Jetzt braucht ihr einen Unterschlupf. Baut eure Zelte auf. Na komm, na komm. Klasse. Ja. Fertig. Ja. Zelt. Ich muss eins bauen. Oh. Ich mach das und dann hau ich ab. Gut. Zuallererst brauche ich ein Zelt. Dafür benutze ich meinen Gürtel. Aha. Ah, blöde Stöcke. Aber egal, ich benutze einfach meinen Schuh. Nur noch ein klein wenig. Und nun kommt der Stoff drauf. Und der Gürtel fixiert alles. Super. Wow, ein perfektes Zelt. Ich sollte Ingenieurin werden. Gut gemacht, Maya. Wow.
passiert halt. Ein Pinata! Also Kinderwelle zuerst. Ich verdien's am meisten. Okay. Ich helfe dir. Okay. Los, 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 los. Genau dahin. Tschüss. Meine Arbeit ist getan. Los, los, los. Wo gehst du hin? Hab ich's getroffen? Ich glaube, sie sind weg. Moment, was? Oh nein! Nein, 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 nein! Was ist passiert? Hilf mir! Keine Sorge, ich helf dir. Halte kurz still. Ja. Sei nächstes Mal vorsichtiger, ja? Okay. Gut. Wow. Was, wenn ich... schau mal. Ich habe total volle Lippen. Quack, quack, was geht, Entengesicht? Autsch. Das war's. Ich gehe jetzt. Schlafen alle? Die perfekte Zeit zum Abhauen. Aber zuerst... Du Ratte! Dachtest du, ich lass mir das gefallen? Na, wie ist das? Dich werde ich bestimmt nicht vermissen. Wach auf, du Röschen! Na, endlich! Endlich komme ich hier weg! So, so, so. Was machst du hier draußen, junge Dame, um die Uhrzeit? Entschuldigung! Alles in Ordnung? Sorry, manchmal schlafwandle ich. Ich muss mich nur an den Ort gewöhnen. Okay. Okay, sei nächstes Mal vorsichtiger. Mach's gut. Wow. Oh, der sieht voll gut aus. Dieses Ferienlager ist gar nicht so schlecht. Also bleibe ich. Hey, Chris. Wollen wir heute Abend einen Film schauen? Hey. Maya, du hast Essen mitgebracht. Gut. Chris, denk dran, wir wollten heute Sterne gucken. Ja, sorry, vielleicht ein andermal. Oh. Sorry, ich muss los. Siehst du, Maya, du bist nicht sein Typ. Er mag abenteuerliche Mädchen lieber. Das werden wir ja sehen. Kitty, ich hab das Wasser. Abenteuerliche Mädchen? Ich werde einfach eins. Ja, mal sehen. Aha. Das ist cool. Das nehme ich. Oh, echt? Gib mir mehr. Nimm das. Die haben, was ich brauche. Hey Mädels, wollt ihr mit mir spielen? Ich habe viele Schätze hier. Oh, ja, klar. Cool. Ja. Was hast du für uns? Wollt ihr die? Echte Perlen. Oh, wow. Ist das zum Angeln? Mehr? Wow. Keine Sorge, ich habe viele von denen. Hier. Wow. Wir nehmen das. Und nimm das. Das und das. Okay, und ich will das hier. Wow. Ich habe alles. Ist das zum Angeln? Wow. Ganz genau. Wow. Das ist süß. Ich hoffe, Chris gefällt das. Okay, dann mal los. Ich mag diese Campingsache. Ja, ich auch. Chris, könntest du mir den Hammer geben? Klar, wo ist er denn? Ich hab ihn. Hä? Hey, Maya. Hey, Chris. Du hast ein neues Outfit? Ja. Lust auf ein paar Campingaktivitäten? Na klar. Super. Hammer, bitte. Chris? Okay, fast fertig. Was zum... Wow, das ist so cool. Ganz leicht.
liebe dich. So, Leute, seht euch dieses Foto an. Sie ist keine echte Pfadfinderin. Oh. Oh, seht ihr? Holt mich hier raus. Sie wird nie zu uns gehören. Niemals. Seht ihr? Wusstet ihr, dass sie eigentlich... Was ist hier los? Versteht sie? Oh, so, so, die Hochstaplerin ist da. Hochstaplerin? Ich? Du wirst nie eine wahre Pfadfinderin. Aber ich sehe anders aus. Ich habe ein neues Outfit. Dein Outfit ist egal. Und Chris mag Lügner nicht. Nur zu deiner Info, Chris ist jetzt mit mir zusammen. Und der Zahnpasta-Prank, das war ich. Oh,